Das sind drei Arbeiter aus Dresden. Vor 8 Jahren lernten sie sich in der Volkshochschule kennen, im Malzirkel. Seit dieser Zeit sind sie Freunde. Das ist Peter Herrmann. Er arbeitet als Chemigraf. Das ist Peter Graf. Grabbe nennen sie ihn. Er ist Kraftfahrer. Und das ist Peter Makulis, kurz Meck, der Steinbildhauer. Grabbe fährt zusammen mit seinem Kumpel Kurt Maschinen zu unseren Großbaustellen. Viele unserer Großbaustellen lernten sie so gemeinsam kennen. Er ist stolz auf seinen G5. Er zeichnet ihn immer wieder. So ist der Grabbe. Ohne seine Arbeit, das Autofahren und seine Malerei möchte er nicht leben. Und die Musik liebt er, vor allem den klassischen Jazz. Thank you.
Hey, Mac, rufen seine Kumpel. Du legst dir heute wieder ganz schön los. Pass mal auf, das werden 200%. Der ehemalige Steinmetz ist jetzt Steinbildhauer beim VEB Sandsteinindustrie. Den Zwinger, die Oper in Leipzig und die Gedenkstätte in Sachsenhausen half er mit aufbauen. Dafür arbeitet er jetzt. Die Hofkirche wurde durch amerikanische Bomben zerstört. Wir bauten sie wieder auf. Aber es gibt noch immer viel zu tun. Auf einem dieser leeren Sockel wird Max fertige Arbeit stehen. Und der kriegt auch noch einen neuen Kopf von Mac. Wenn Mac von seiner Arbeit nach Hause kommt, freut er sich auf seine Frau und auf seinen kleinen Jungen. Mac ist ein guter Arbeiter. Nicht nur im Betrieb, auch wenn er zu Hause seinen eigenen Gedanken Form gibt. Und weil er meint, dass andere das auch können, will er in seinem Betrieb einen Zeichenzirkel gründen. Schon viele Stunden verbrachten sie so gemeinsam. Seitdem das kleine Kind bei ihnen ist, sprechen sie anders vom Leben. Die vielen vergangenen Tage, Stunden und Wochen, immer ereignete sich Neues, Schmerzliches und Freudiges, Erregendes und Alltägliches. Grabe erzählt von seiner letzten Fahrt. Er sah, wie sich auf einer Baustelle ein nagelneuer, leuchtend blauer Bagger drehte. Wie aus dem Spielzeugladen. So neu. Arbeiter und Kinder sahen dem Bagger zu. Das möchte er malen können. Sie lieben das Leben, deshalb beobachten sie es genau. Sie wissen, dass es reich ist und schön und hassen, die es zerstören. Das wollen sie in ihren Bildern ausdrücken. Darum bemühen sie sich.
Die Zinkplatte trägt eine fotografische Schicht. Peter muss bestimmte Stellen mit Asphaltlack abdecken, damit man die Platte ätzen kann. So entstehen die Abbildungen in unseren Zeitungen. Aber manchmal, während er genau Strich für Strich zieht, sehnt er sich nach Leinwand und Farben, nach seiner Malerei. Peter ist still und bescheiden, aber hier sieht's fast nach Streit aus. Wenn es um eine gute Sache geht, kann er sehr energisch sein. Hier wird über Fragen der Norm, der Leistung und des Lohnes beraten. Die Kollegen haben Peter gern und achten ihn als Gewerkschaftsfunktionär. Und in letzter Zeit interessieren sie sich auch für seine Malerei. Als er Bilder in eine Ausstellung schickte, halfen sie ihm, gute und schöne Rahmen zu bauen. Seine Bilder malt er abends, oft nachts und an Sonntagen. Eine friedliche Landschaft. Seine Bilder erzählen von seiner Liebe zum Leben. Aber zu dieser Liebe gehört auch die Darstellung des Furchtbaren, damit es nicht vergessen wird. Die Dokumente der Folterung Lumumbas, die er in den Zeitschriften sah, erschütterten ihn. Lumumba zum Gedenken malte er dieses Bild. So sieht Grabbes G5 aus, wenn er ihn abends nach seiner Tour vor dem Hause abstellt. Variationen über ein Auto. Grabbe ist oft an den Elbwiesen und zeichnet, immer von Kindern umringt, wie Gulliver unter den Zwergen.
Unter all den Menschen, die sich hier erholen, träumen und verliebt sind, begegnen wir auch Peter und Meg mit ihren Frauen und Kindern. Und auch dem Grabbe. Er hat noch keine Frau. Noch. Mit solchen alten Damen aus Stein habe ich oft das Vergnügen, sagt der Steinmetz zum Kraftfahrer. Grabbe hat oft nicht die Ruhe, zu Hause zu sitzen und zu malen wie Meg und Peter. Vielleicht möchte er auch so eine gute Frau finden wie sie. Thank you.
die Damen. Hier, meine Herren, das wird heute ganz groß. Sie kommen jetzt recht in Zeit. Thank you.
Jede Woche kommen Sie bei Ihrem Freund Ralf Winkler zusammen. Der Bombenangriff auf eine Stadt. Dieses Thema beschäftigt ihn. Er hat als Kind die Zerstörung Dresdens erlebt. Sie sagen, was Ihnen nicht gefällt, aber Sie sprechen auch über den Krieg und über den Frieden, für den Sie arbeiten und malen. Heute wollen Sie Bilder für eine Ausstellung auswählen. Peter zeigt seine Landschaft. Das Massaker in Afrika. Das Bild der Obdachlosen im Krieg. Plastiken. Das Bild seiner Frau und die Arbeitsbesprechung. Er ist auch drauf. Grabeslandschaften. Unter blühenden Bäumen immer mal wieder ein Auto. Sie wollen keine großen Künstler sein. Sie möchten ausdrücken, was Ihre Freunde und Arbeitskollegen empfinden. Sie möchten sein, was Sie sind. Drei von vielen.